Servus Leute, wie immer herzlich willkommen hier bei mir auf dem Channel. Heute folgt mal wieder ein Onboard-Vlog eines Rennens. Wir sind auf der Motorsportarena Oschersleben. Ich bin hier zum allerersten Mal, zumindest dieses Wochenende. Wir haben heute Sonntag, ich bin gestern schon gefahren. Freitag war Training, war ich nicht anwesend. Finde eigentlich, ich bin gut reingekommen. Muss leider vom 16. Platz starten. Bin damit eigentlich recht zufrieden, hätte besser sein können, aber naja. Ich werde jetzt mal zum Vorstart fahren. Ich hoffe, ich bin noch nicht so spät, aber normalerweise sollte das gerade noch so passen. Kurz meine Mitfahrgelegenheit noch loswerden, die hinten drauf sitzt. Und ab in den Vorstart. Was los? Lass mein Motor noch etwas warm laufen, der war jetzt recht kalt. Ja, ihr kennt das Prozedere, Vorstart, hier müssen sich erstmal wieder alle aufstellen. Es wird geschaut, dass alle Fahrer hier sind. Es wird kontrolliert, dass keiner zu spät kommt. Wenn man zu spät ist, wie man hier vorne gerade sehen kann, der Mann mit den Kopfhörern hat eben jetzt die Kette davor gehängt. Man muss 5 Minuten vor Start anwesend sein. Hakon zum Beispiel ist eigentlich zu spät. Mal schauen, ob sie ihn reinlassen. Nein, er muss als Letzter starten. Er kam zu spät, somit muss er jetzt von ganz hinten starten. Ist ärgerlich, aber Hakon hat aktuell eh keinen so guten Startplatz. Ich glaube, er startet als Vorverletzter oder so. Bin wirklich nicht ganz sicher. Das ist die Strafe, wenn man zu spät in den Vorstart kommt. Ja, jetzt habt ihr es auch mal gesehen. Bei mir war es gerade knapp. Warum mache ich das so knapp? Ich habe keine Reifenwärmer drauf. Ich habe keine Lust, hier im Vorstart mit Stromaggregat zu stehen und Reifenwärmer. Die Aktion ist es mir in der S3 einfach noch nicht wert. Ich habe hier ein paar Fahrer neben mir, wie ihr sehen könnt, die haben die Reifenwärmer drauf mit Aggregat, um wirklich dafür zu sorgen, dass die Reifen warm bleiben. Ich empfinde aber in der S3, gerade auf meiner Position, ist es wirklich noch nicht nötig, dass ich hier mit Reifenwärmer im Vorstart hantiere. Ja, habe ich wieder viel zu viel geschmatt. Jetzt hoffen wir, dass es gleich losgeht. Einmal rausfahren, aufstellen. Es wird gezeigt, wo man steht. Danach kommt eine Einführungsrunde. Es wird geschaut, dass sich an der Strecke nichts verändert hat. Sie bessern teilweise den Offroad. Da soll man sich mal einen Einblick geben. Und ja, danach geht es wieder auf die Start-Zielgerade. Es wird sich aufgestellt und das Rennen kann beginnen. Ich würde mal sagen, ich habe jetzt wirklich genug geschnattert. Jetzt lasst doch erstmal anfangen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video, beim Live-Rennen. Mal schauen, wo ich rauskommen werde. Wie gesagt, ich starte von Position 16. Das ist mein zweiter Rennlauf dieses Wochenende. Mein erster Lauf verlief eigentlich recht gut. Und zwar bin ich auf Position Nummer 13 vorgefahren. Zwei Gaststarter vor mir. Für die Punkte heißt es Platz 11. Mensch, Holzi! Nur am Meckern hier! So langsam fängt das Gewusel hier an, das bedeutet, es geht hier gleich los. Viel Glück! Wieder halb betrunken von gestern, Alter. Viel Spaß? Nein. Ja, sowieso.
So, dann hoffen wir jetzt mal, dass es wirklich losgeht. Ich habe langsam keinen Bock mehr hier zu stehen. Ich habe es im letzten Vlog, glaube ich, schon mal gesagt. Die Aufregung ist einfach nur krass, wie mein Herz geht. Ich muss ständig auf Toilette, weil ich pipi muss, Alter. Das ist der Hammer. Aber sobald man eigentlich auf der Strecke ist, ist alles vorbei. Man ist nicht mehr nervös, man ist nur noch fokussiert. Aber das sind halt wirklich die Probleme, die fast jeder Fahrer hat. Egal, mit wem du sprichst, die sagen, ja, Vorstart, beziehungsweise bis wirklich die Ampel ausgeht. Dieses Gefühl ist einfach nur gräuslich. Man denkt sich jedes Mal, nein, ich habe eigentlich keinen Bock zu fahren, aber die Ampel geht aus und dieses Gefühl ist weg. Das ist wirklich auf die Sekunde ist das Gefühl weg und man hat einfach Spaß. Aber ihr werdet es gleich sehen, wenn wirklich die Ampel ausgeht und es brücheln alle 22 in dem Fall. Ah ne, der Hakon fehlt ja. Da vorne steht noch einer. Ich glaube, es sind 24 Fahrer. Es ist einfach nur ein richtig, richtig geiles Gefühl, wenn es wirklich losgeht. Ich würde mal sagen, ich mache meinen Motor erstmal aus, nicht, dass die Karre gleich kocht. Denn ohne Fahrtwind wird sie halt wirklich heiß. So, scheint loszugehen. Jetzt müssen natürlich die ganzen Reifen immer noch ab von den Kollegen hier. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen Aufwand, aber die Kollegen machen halt alles, um wirklich am Start die letzten Zehntel rauszuholen. Ich sag mal so, normalerweise sind die Reifen nach zwei, vielleicht eine Runde warm. Wir haben aktuell so um die 23 Grad und man brügelt halt gleich los, aber ist natürlich schlecht, wenn der Reifen abkühlt im Vorstart. Da wo der nette Herr steht, werde ich mich jetzt einordnen müssen. Wir sind gestern Abend um 18.35 Uhr unser Rennen gefahren. Die Sonne stand hier so tief, dass wir unsere Lichtschranke nicht gesehen haben. Die war wirklich so schlecht zu erkennen. Aber war echt ein richtig geiles Rennen. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Ich blende euch mal hier den Rennstreckenblock ein. Wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei. Ist ein Block über das ganze Wochenende. Wir fahren jetzt eine Warm-up-Runde und danach geht's los.
was hier in Oschersleben neu ist, zumindest was ich vorher nicht kannte. Wir haben jetzt gleich an der Startaufstellung in jeder Reihe 3 bis 4 Leute stehen. Die kontrollieren, dass keiner am Start einen Frühstart abliefert. Das bedeutet, man muss die Stop-and-Go-Strafe durchführen. Aber mich hat es zum Glück noch nie erwischt. Brauche ich auch nicht. Werden wir sehen, ob wir diesmal eine Strafe haben. Der Offroad hier ist wirklich sehr speziell. Ist nicht wirklich der anspruchsvollste. Wir haben einen Sprung drinne. Leider habe ich Probleme mit dem Ausgang. Das habe ich euch in meinem Vlog schon erzählt. Und zwar ist es diese Passage hier, mit der komme ich einfach nicht klar. So, Reifen sauber fahren. Und dann wünsche ich euch jetzt wirklich viel Spaß beim Rennen. Und meine oberste Priorität, ich möchte sitzen bleiben. Ich habe keine Lust, mich hier abzuledern. Wie angesprochen, haben jetzt die... So, Gang ist drinne. Zweiter Gang. Hier links stehen jetzt die ganzen Menschen, die wirklich kontrollieren, dass keiner einen Frühstart abliefert. Ansonsten wird der Kollege in den nächsten 3 Runden aufgerufen, hier vorne seine Zeitstrafe von 5 Sekunden einzufahren, einfach stehen bleiben am Schild und danach das Rennen fortzusetzen. Man muss halt im Laufe des Rennens, also 3 Runden hat man glaube ich Zeit, zu schauen, ob man derjenige ist, der diese Zeitstrafe hat. Aber jetzt geht's los! Julian, ey! Versuch was außen! Ich glaube, das war ein Fehler! Nein, war's nicht! Fuck, Alter! Okay, jetzt haben wir hier die Traube. Alle recht langsam Offroad-Eingang. Ah, fuck, Alter. Ah, hier stürzen sie fast. Bleib hinten, Alter. So, hier geht's jetzt raus. Meine Passage, die ich hasse. Und los geht's! Okay! Der Fahrer 9 und 21 haben eine Zeitstrafe. Den kaufe ich mir im Laufe des Rennens. Ist eine 380er Zweitakter vor mir. Der ist langsamer. Ich weiß nur nicht, wo ich vorbei soll. Zeitstrafe hatte. Oh Mann, wie kriege ich den? Der ist ein Ticken langsamer.
Mann, der bremst einfach einen Ticken her. Ich komme da einfach nicht schnell genug raus, Alter! Ihr seht, ich schließe schon wieder auf! Fuck, ey! Sag er doch! Mann, war das gefährlich! Ihr habt's gesehen? Echt nicht ohne! Ich bin den Gang zu niedrig! Oh Mann, ey. Alter, ich bin auf den weißen Streifen gekommen. Komm, Mr. Manuel, den würde ich gerne noch kriegen, Alter. Okay, ich hab Platz nach hinten. Ich bin zu langsam! Einfach zu langsam! Gott. Hinter mir ist einer. Scheiße, ey. Ich spüre den voll im Nacken.
Scheiße. Er versucht's innen und bremst sich vor mir rein. Nee, doch nicht. Langsam echt. Das Pumpen, der hinter mir stört mich. Ich hab Angst, dass er hier reinbremst. Ich will heute nicht mehr fliegen. Er bremst sich rein, die Sau. Platz verliere ich, Leute, das schaffe ich nicht zu halten. Keine Chance. Oh fuck, falsche Linie. Jetzt kommt er eh vorbei. Oh scheiße, bin ich langsam, ey. Der war einfach schneller! Mal versuchen dran zu hängen, ob ich das Tempo halten kann. Ich glaub's aber nicht, ey. Der zieht mir jetzt schon davon. Der zweite Fahrer ist nun hinter mir. Runden, das schaffe ich doch. Oh, meine Linie ist zum Kotzen, ey. Ich werde immer langsamer. Oh scheiße, bin ich langsam, ey. Oh ja, was? Oh, meine Hand verkrampft gerade voll. Rechte Hand. Boah, zu spät gebremst, viel zu spät gebremst, viel zu spät. Ja, ich baue übelst ab. Volle Lotte. Scheiße! Kommt immer näher hinter mir! Oh, scheiße! Oh, zu spät gebremst!
Oh, dein Zweitaktfahrer ist genau hinter mir. Eine Runde noch, komm, eine Runde. Eine Runde. Und zumachen rechts neben mir. Und jetzt wird alles geben. Der kommt nicht mehr vorbei. Niemals. Boah, zu spät. So, komm, 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 push, 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 push. Voll Gas. Und wieder rum, ey. Gang runter. Bin im zweiten Gang. Oh, scheiße, Alter. Okay, das ist safe. Nicht stürzen, nicht stürzen, nicht stürzen. Dritter Gang rein. Jetzt hier langsam raustuckeln. Nicht mehr stürzen. Stellen. Und Vollgas. Ja! Da haben wir den Zweitaktfahrer. Sauber! War mir knapp! Das war ein geiles Rennen. Ich habe keine Ahnung, welchen Platz ich habe. Bin sitzen geblieben. Super Rennwochenende. Richtig, richtig, richtig geil. Wie gesagt, ich habe am Anfang vom Video den Rennstrecken-Vlog mal für euch verlinkt in der Infokarte. Schaut mal vorbei. Da sind ein bisschen mehr Informationen und Details. Checkt's einfach mal. Puh. So, ich muss euch aber leider was mitteilen. Vielleicht war das letzte Rennstrecken-Onboard-Vlog-Video für 2020. Ich habe mich für Schleiz abgemeldet. Erstens, mich kann niemand begleiten. Ich habe nicht unbedingt Bock, wirklich immer alleine auf Rennstrecken zu fahren. Und zweitens, es soll regnen ohne Ende. 10 Grad kühler wie heute. Da bin ich wirklich so ein bisschen mimöse. Ich brauche das nicht, im Regen, im arschkalten Wetter, mich kaputt zu fahren. Ich beende somit hier meine Saison in der Supermoto IDM. Werde 2021 mit Vollgas reingehen. Wieder höchstwahrscheinlich in der S3. Ich versuche alle Events zu fahren, egal welches Wetter. Denn ich fühle mich jetzt vorbereitet für die Supermoto IDM S3. Somit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder auf der Rennstrecke. Also, Servus und danke fürs Einschalten.